Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe noch mal einen ganz kleinen Haul, und zwar von Stampin' Up habe ich noch eine Bestellung bekommen. Es ist nicht viel, es sind nur ein paar wenige Sachen. Und zwar habe ich mir noch ein paar Stempelkissen bestellt, nämlich die In-Color-Farben, die es noch gab. Da gibt es ja immer zwei Sets mit je fünf Farben. Und weil ich davon eben die Farben noch nicht hatte, habe ich mir die jetzt einmal alle bestellt. Und ja, ist ja kein Geheimnis, dass In-Color-Farben immer wechseln. Das steht ja auch so im Katalog, von wann bis wann die gültig sind. Und die hier wechseln, und die anderen hatte ich aber schon. Und ja, dann habe ich mir auch gleich vorsichtshalber die ganzen Nachfüller zu den jeweiligen Stempelkissen auch nochmal mitbestellt, damit ich die dann eben auch habe. So, und hier haben wir einmal Smaragdgrün, Pfirsich pur, Flamingo-Rot, zarte Pflaume und Jeansblau. Genau, und wie gesagt, die Nachfüller, das sind halt exakt die gleichen. Ja, und dann habe ich mir noch ein Teilchen bestellt. Und dann nehme ich gerade mal den Karton an die Seite. Habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Da habe ich auch schon ganz lange mit geliebäugelt und habe immer gedacht, ach, brauchst du das wirklich und irgendwie und da. Und wollte es aber halt schon lange haben. Und zwar ist es auch wieder ein Stanz- und Falzbrett. Und zwar dieses Mal für diese Geschenkverpackungen. Da kann man hier oben dann Löcher punchen und hier unten halt so, ja, nicht Dreiecke, aber ich kann euch das mal zeigen. Also fast wie Dreiecke sieht das aus. Da hat man halt immer so drei Möglichkeiten. Man kann drei verschiedene Größen machen. Hier sind immer die Inch- und die Zentimeterangaben, wie groß das Papier sein muss, beziehungsweise wie breit, weil die Länge bleibt einem selbst überlassen, wie hoch das Teil ist. Man muss sich halt nur an die Breite halten, eben wegen diesen einzelnen Schritten hier, die man da ausführen muss. Ja, und das werde ich heute definitiv ausprobieren, und dann werde ich mal ein paar solcher Geschenktüten schon mal vorfertigen, dass ich die dann einfach griffbereit habe, wenn ich dann mal was verschenken möchte für Tauschpost und so weiter. Ja, meine Lieben, das war's schon. Ich habe ja gesagt, das ist ganz wenig. Ich werde mich jetzt ans Video schneiden machen und wahrscheinlich noch ein Video aufnehmen, weil ich noch eine andere Post bekommen habe, und werde dann noch ein Video hinterher schieben. Und ja, worum es da drin geht, das seht ihr dann natürlich in dem nächsten Video. Okay, ihr Süßen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut!